Nächsten Tagesordnungspunkt Wohnentwicklung in Dresden. Hier liegt ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion vor, den ich bitte zunächst einzubringen. Wer macht das, Herr Flemming, bitte? Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, das Thema Wohnen setzt sich fort. Wir haben eine Wohnvorlage der Stadt bekommen, die gewichtig ist, und sie ist es in doppeltem Sinne. Sie ist es inhaltlich, sie ist es aber auch im Umfang. Nach der Beschlussvorlage den Wohnungsmarktbericht 2014 mit nahezu 100 Seiten. Und dann haben wir in der Anlage 2 im Wesentlichen, ich kürze das ein bisschen ab, die wohnungspolitischen Ziele der Stadt, die daraus resultieren, und das Maßnahmenpaket. Ich möchte erstmal am Anfang den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung meinen höchsten Respekt und auch den Dank aussprechen. Denn das ist eine solide Arbeit, die dort geleistet worden ist, und die Schlussfolgerungen sind in ganz großen Teilen zustimmungsfähig durch uns, und auch sehr, sehr viele der vorgeschlagenen Maßnahmen sind so, dass wir sie gerne mittragen wollen. Allerdings sehen wir aus unserer Sicht einige Änderungsbedarfe. Das bezieht sich zum Ersten auf die gerade schon erwähnte Wohnungsmarktprognose. Da ist es sicherlich angebracht, aufgrund der Entwicklungen innerhalb des letzten halben Jahres die dauerhafte Unterbringung von Flüchtlingen natürlich mit zu berücksichtigen. Auch wenn das sehr schwer ist, weil die weitere Entwicklung nicht wirklich sicher vorhersehbar ist, beantragen wir, dass das jährlich fortzuschreiben ist und mit einer ersten Fortschreibung zum 30. Juni diesen Jahres. Dann möchten wir auch gern den wohnungspolitischen Zielen, die ja die Grundlage für die Maßnahmen bilden, einige Ergänzungen hinzufügen. Wir können mit den vorhandenen Punkten sehr gut leben, das familien- und kinderfreundliche Bauen, die Berücksichtigung für Ältere und Behinderte, dass sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, bezahlbarer Wohnraum, das Studierendenwohnen, das ist alles unterstützenswert. Wir meinen aber, dass drei wichtige Ziele fehlen und ergänzt werden sollten. Das ist zum einen der Punkt der Nachhaltigkeit, der uns als wohnungspolitisches Ziel fehlt, und zwar die Nachhaltigkeit in allen ihren drei Kategorien, die ökonomische, die ökologische, wie auch die sozial-kulturelle Nachhaltigkeit. Wir meinen auch, dass dann wiederum aufgrund der aktuellen Entwicklung die angemessene Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ein Hauptziel darstellen soll. Und als Drittes sehen wir als CDU, dass Sicherheitsbedürfnis der Dresdner Bürger, das adressiert werden sollte, und zwar nicht nur im Sinne der öffentlichen Sicherheit, sondern eben auch im Sinne der technischen und funktionalen Sicherheit der Dresdner Infrastruktur. Das wären die drei Ziele, die wir gerne ergänzen wollen. Daraus resultieren dann natürlich auch im folgenden Maßnahmeplan Ergänzungen. Bei den weiterführenden Maßnahmen wollen wir gern, dass auch in den randstädtischen Lagen und in den eingemeindeten Ortschaften ausreichend Wohnbauflächen auszuweisen sind, damit auch dort die Nachfrage wie auch innerstädtisch bedient werden kann. Wir wollen vor allem Verfahrensbeschleunigungen und Vereinfachungen auf den Weg bringen. Beispielhaft sind da genannt, dass Aufstellungsbeschlüsse für B-Pläne innerhalb von 3 Monaten erfolgen sollen, dass es Vorfahrt für Baugenehmigungen nach § 34 des Baugesetzbuches geben soll vor Bebauungsplänen, dass Bauanfragen beispielsweise innerhalb von 4 Wochen zu bearbeiten sind, also Entschuldigung, Bauvoranfragen innerhalb von 4 Wochen zu bearbeiten sind. Wir haben auch den Punkt
als Ergänzung, dass wir das strategische, dass wir ein strategisches Konzept Leben und Wohnen als eine Maßnahme gemeinsam mit dem Freistaat haben möchten, um zu berücksichtigen, dass Defizite in der Wohnraumversorgung, insbesondere der preiswerten Wohnraumversorgung in Dresden, ja auch mindestens teilweise kompensationsfähig sind in Nachbargemeinden. Wir haben einen hervorragenden ÖPNV. In Meißen, in Heidenau, in Pirna stehen große Bestände an preiswerten Wohnraum leer und das möchten wir auch integriert haben. Ich habe hier noch zwei, drei andere Punkte, die aufgrund der Zeit ich nicht mehr vortragen kann. Es ist ein umfangreicher Änderungsantrag. Ich werde mich dann nachher noch mal zu Wort melden. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt jetzt Bündnis 90 Die Grünen. Da steht bei mir Herr Löser. Der ist weg. Dann wäre als nächstes die SPD dran. Herr Bartels, der möchte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Mitglieder des Stadtrates, werte Gäste, Wohnentwicklung, das Thema in unserer Stadt, was uns seit langem verfolgt, wenn die Zeitung reinguckt, es ist in der Woche zwei, dreimal in irgendeiner Weise über das Wohnen wird dort berichtet. Und da haben wir gedacht, was so kompliziert ist und so schwierig ist, das braucht auch seine Zeit, um die Vorlage zu erarbeiten. Und es hat ja mehrere Mahnungen bedurft, bis die Verwaltung das dann vorgelegt hat. Wir dachten, was lange dauert, wird gut. Das kam aber anders und so fragten wir uns, warum es dauerte, bis uns diese Vorlage vorgelegt wurde. Wenn Schüler diese gemacht hätten, die hätten mit Sicherheit keine gute Note dafür bekommen. Und da sage ich, warum erfüllt diese Vorlage nicht unsere Erwartungen? Da beginne ich mit der Analyse des Iststandes, aus dem sich dann die Handlung ableiten lässt, was man dann in der Stadt zu machen hat, und zwar dem Wohnungsleerstand. Im Wohnungsmarktbericht, der hier vorgelegt wurde, wurde der Wohnungsleerstand für 2013 mit 7,6% angegeben. Daraus abgeleitet, dass nur ein geringer Handlungsbedarf besteht. Eben diese 700 Wohnungen, die dort jährlich gebaut werden sollten. Inzwischen wissen wir, dass ja 2.500 Wohnungen 3.000 Wohnungen durchaus angebracht sind. Aber wenn wir vorher wie in der Veröffentlichung vergleichen, dann fragt man sich, wieso die Verwaltung plötzlich auf 7,6% kommt. Wo kommen denn diese leeren Wohnungen her? Denn in dem Wohnungsmarktbericht 2010 stand drin, vermietbarer Wohnungsleerstand 4,9%. Das ist etwas völlig anderes. In einem Schreiben teilte mir die Oberbürgermeisterin mit, dass Ende 2012 der Wohnungsleerstand nur noch 3,5% betragen hat. Plötzlich sind es 7,6%. Und wir wissen, dass der Wohnungsbestand nicht zugenommen hat. Und da stellt sich bei mir die Frage, wo sind denn nun die leeren Wohnungen? Ich finde keine mehr in der Stadt. Dann geht es weiter. Da wird bei der Miethöhe Dresden mit anderen Städten verglichen. Man schaut nicht in der eigenen Stadt. Und dort haben wir ja eine Zeit gehabt, wo wir einen Mietermarkt hatten, wo die Vermieter untereinander Konkurrenten waren. Und in dieser Zeit haben die Vermieter untereinander eine Miethöhe ausgemacht. Es hat keine Gesetze gegeben dafür. Das ist freiwillig entstanden, freiwillig durch einen Markt, den wir hatten. Und auf die nun bestehende Kluft zwischen der ortsüblichen Miete und der Miete, die bedingt durch den Wohnungsmangel erzielt werden kann, wird nur dahingehend geantwortet, dass nun marktübliche Preise erzielt werden. Marktübliche Preise, wenn kein Markt mehr da ist. Dass die Preise, die heute der Bürger bereit ist zu bezahlen, nur erreicht werden können, weil wir hier in Dresden bei einer neuen Wohnungsnot angekommen sind, das wird verschwiegen, das erzählt man gar nicht. Vermieter brauchen die Konkurrenz nicht mehr fürchten und müssen so in der Regel nur noch schauen, was der Bürger bereit ist, für diese Wohnung zu bezahlen, die dort angeboten wird. Darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wesentliches Thema. Im Gegenteil, es wird als positiv bewertet, dass die Mieten steigen. Sicherlich hat es eine Bedeutung, weil ja nunmehr das Baugeschehen boomt und das schafft Arbeitsplätze. Aber welche Bedeutung das hat, dass die Mieten steigen? Der Bürger verliert Kaufkraft. Der Eigentümer
der in der Regel seinen Sitz nicht in Dresden hat, hat einen zusätzlichen Gewinn, einen Gewinn, für den er keine Ausgaben hatte. Ganz einfach einen mangelbedingten Gewinn. Er steckt Geld ein für Dinge, für die er keine Leistung erbracht hat. Und hier wäre eine Analyse, ob dieses gut ist für unsere Stadt, die wäre für mich sicherlich wichtig und die sollte dort auch drinstehen in diesem Gutachten. Dass dann in dieser Vorlage grundsätzlich Aussagen zu einem neuen Wohnungsunternehmen fehlen und dass wir auch Wohnungen für Flüchtlinge brauchen, die hier ein Bleiberecht erhalten, findet überhaupt keine Berücksichtigung. Man sollte darauf eingehen und das denke, das ist auch wichtig, stimme ich mit der CDU in diesem Punkt völlig überein. Aufgrund der Größenordnung vorliegende Aussagen, die nicht angemessen den Ist-Zustand wiedergeben und den mangelhaften Blick in die Zukunft, kann dieser Vorlage nicht zugestimmt werden und wir unterstützen daher den Antrag aus dem, jetzt habe ich den Zettel nicht mit, doch, aus dem federführenden Ausschuss Stadtentwicklung und Bau und diesen Antrag möchten wir gerne unterstützen. Vielen Dank, Herr Bartels. Als nächstes FDP, Freie Bürger. Verzichtet, AfD. Kein Bedarf. Dann Die Linke, Herr Wörz. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Es klang jetzt bei meinem Vorredner, Herrn Bartels, schon eine ganze Menge Richtiges an. Wir seitens der Linken sehen eben die Situation auf dem Wohnungsmarkt nicht aus der Sicht der Marktbeteiligten, die dort Geld verdienen, sondern wir sehen es von den Menschen her, die sich an diesem Markt mit Wohnung versorgen müssen. Und wir sind sehr sicher, dass es gerade für die Armen in Dresden, es sind 13% der Bevölkerung, 71.000 Personen und auch über die, die über der Armutsschwelle, über der statistischen Armutsschwelle liegen, die, wie man so sagt, arbeiten müssen, hart arbeiten müssen, teilweise prekär beschäftigt, teilweise mit unsicheren Zukunftsperspektiven, dass es für die, also die man so, wie man so schön sagt, die arbeiten müssen für Kost und Logis, ohne weitere Gestaltungsräume zu haben, die dann auf Unterstützung angewiesen sind, was auch nicht viel Raum lässt, dass es für die sehr schwer ist, an diesem heiß laufenden Wohnungsmarkt sich mit Wohnungen zu versorgen. Und die haben wir im Blickpunkt mit unserem Engagement auch für eine städtische Wohnungsgesellschaft, meine Damen und Herren. Es ist so, es klang vorhin hier von Seiten der CDU an, wir brauchen im Jahr 2000 Wohnungen, um den Bedarf hier zu decken, sei es durch Flüchtlinge, teils auch durch die Reurbanisierung, die jetzt nicht mehr so ganz neu ist, die schon über 10 Jahre sozusagen die Stadtentwicklung in Dresden bestimmt. Menschen ziehen in die Stadt, sie wollen in die Stadt, sie finden hier Arbeit, möchten hier leben, möchten hier unter Umständen auch eine Familie gründen, brauchen dann mehr Wohnraum, müssen also auch dann teilweise mehrfach von einer kleineren in eine größere Wohnung umziehen. Und jedes Mal sind sie damit konfrontiert, dass die Quadratmeterpreise immer höher und höher und höher werden. Und das stranguliert die Menschen in dieser Stadt, in den unteren und mittleren Einkommensstufen. Und da müssen wir gegensteuern, meine Damen und Herren. Das Wohnungskonzept, was die Verwaltung vorgelegt hat, das ist ja der zweite Versuch. Der erste unter dem Bürgermeister Marx damals ist vollkommen gescheitert. Es ist jetzt unter Herrn Sittel, glaube ich, ist es neu geschrieben worden. Da ist es im Ansatz brauchbar, aber es ist immer noch so, dass nicht gestaltend eingegriffen wird, sondern vor allen Dingen die Exzesse, die am Immobilienmarkt im Beginn sichtbar sind, eigentlich mitgetragen werden sollen, indem die Wohnungswirtschaft eigentlich sehr stark gefördert wird, ohne zu sehen, wie eigentlich dann Vorteile, die gewährt werden, hier auch an den Mieter weitergegeben werden. Deswegen sind auch wir dafür, dass der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses Stadtentwicklung und Bau folgend der Wohnungsmarktbericht und das Maßnahmenpaket noch einmal überarbeitet wird. A ist er, der Bericht jetzt schon sehr alt, er muss an aktuelle Entwicklung angepasst werden. Und B wird er auch den Veränderungen, die Rot-Rot-Grün und die Piraten hier vorgenommen haben, in der Geschäftsordnung und Hauptsatzung folgend, jetzt endlich da bearbeitet, wo die eigentlichen Probleme am Wohnungsmarkt liegen, nämlich im Geschäftsbereich Soziales. Und das ist eigentlich der Paradigmenwechsel, der hier unter Rot-Rot-Grün-Piraten passiert, dass wir Wohnen wieder als soziales Problem sehen. Wir sehen es von den Menschen her, die einfach nicht in der Lage sind, mit den Gehältern, die in Dresden teilweise erzielt werden, die ständig steigenden Mieten zu bezahlen oder auch im Prinzip sich am freien Wohnungsmarkt oder an der Eigentumsbildung zu beteiligen. Es wird immer hier groß das
Fähnchen des Eigentümers seitens der konservativen Fraktion geschwungen. Sie sind so in Dresden, nach 25 Jahren nach der Wiedervereinigung ist es so, dass hier 16% der Bevölkerung der Stadt es zu Wohneigentum geschafft haben. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch 85% von Eigentumsbildung hier offensichtlich nachhaltig ausgeschlossen worden sind. Und das ist einer, wie immer gesagt wird, wirtschaftlich erfolgreichen Stadt. Wir sehen da auch eine gewisse Gerechtigkeitslücke. Der wichtigste Punkt ist, die Verwaltung hat überhaupt nicht berücksichtigt die Beschlusslage des Stadtrates hinsichtlich der städtischen Wohnungsgesellschaft. Es ist so, dass in den letzten 100 Jahren in keiner Kommune das Wohnungsproblem als soziales Problem bewältigt worden ist, ohne eine eigene kommunale Wohnungsgesellschaft. Selbst Städte wie München, Hamburg verfügen über eigene Wohnungen. Chemnitz und Leipzig haben diese Wohnungen. Wir haben sie leider nicht mehr. Das ist damals ein Fehler gewesen. Und wir müssen den wieder gut machen und müssen also gerade für Bedürftige zur Erfüllung von auch sozialen Bedarf an Wohnungen, müssen wir weiter oder wieder eine Wohnungsgesellschaft bekommen. Wir müssen eigene Wohnungen, städtische Wohnungen bauen und mit der den Bedarf abdecken, der da ist, und den Bedarf abdecken, für den die privaten Gesellschaften eben nicht bauen, weil sie einfach da zu teuer sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. Ich habe jetzt Herrn Flemming noch auf der Liste und ich würde auch darum bitten, wir haben sowohl in dem Änderungsantrag als auch in dem Bericht Daten drin, 31. März 2016 und 30.06. 2016, damit nicht von vornherein klar ist, dass wir nicht fristgemäß liefern, wäre es ganz schön, wenn wir die entsprechenden Auftragsdaten noch mal ändern. Bitte sehr, Herr Flemming. Ja, ich melde mich nochmal zu Wort, weil es ist ja eine umfangreiche Vorlage und da sind dann manchmal auch zwei, drei Worte mehr zu verlieren. Ich will nur noch mal auch bemerken in Richtung Herrn Wirz. Wir haben ja eine Beschlussempfehlung vorliegend aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau. Und das ist ja quasi die Version Ihres Änderungsantrags. Das ist ja quasi sozusagen, das sind die Änderungen, die Sie an der Vorlage der Stadtverwaltung vorgenommen haben. Ich muss aber ganz offen da mal eine Kritik äußern. Also sehr viel Mühe haben Sie sich inhaltlich da aber auch nicht gegeben. Ne? Denn eigentlich steht da mal in zwei Sätzen zusammengefasst ja nur drin, bitte passt die Wohnvorlage der Stadt auf unsere Gründung der Wohnungsbaugesellschaft an und streicht alles raus, was dem zuwiderläuft. Der Fairness halber muss man sagen, ein, zwei Punkte kommen dann noch, wo für ältere und behinderte Menschen noch eine Wohnberatungsstelle noch dazukommt. Aber das war es dann auch schon. Von der Kritik ausgenommen ist Herr Bartels, dem unterstelle ich, dass er sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. So, das haben wir auch und deshalb haben wir ja unseren Änderungsantrag eingebracht. Und da will ich nun doch noch auf zwei, drei Punkte eingehen, die uns wichtig sind. Insbesondere eben auch bei den zielgerichteten Maßnahmen, die sich aus dem Wohnkonzept ergeben. Da ist es uns wichtig, und das möchten wir auch drin stehen haben, dass eben städtische Grundstücke zur Förderung von Bauherrengemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen, Behindertenwohnprojekten und Seniorenwohngemeinschaften explizit hineinkommen. Das ist nämlich in der ursprünglichen Version nicht wirklich so deutlich, kommt das zum Ausdruck. Wir wollen Dresden auch beworben haben als wohnungspolitische Maßnahme, beworben haben als interessanten Investitionsstandort für Wohnbauinvestitionen. Wir wollen auch, dass die Förderung von Wohnraum für junge Familien sich nicht nur auf den innerstädtischen Bereich bezieht, wie das jetzt drin steht, denn auch die Familien und die jungen Familien, die im Stadtrandlage oder in den Ortschaften sich Wohneigentum anschaffen wollen und eben nicht in die Innenstadt ziehen wollen, denen soll die Gelegenheit dafür gegeben werden. Das halten wir für einen Grundsatz der Gleichbehandlung. Und wir halten eben auch nichts davon, große Geldbeträge in allein städtische Wohnungsbauprogramme zu geben, weil wir das Verhältnis von Aufwand und Nutzen nicht gewahrt sehen. Wir hätten einen immensen Verbrauch von Haushaltsmitteln mit sehr, sehr
wenig Effekt. Und vielleicht als Letztes noch ganz kurz, wenn in den wohnungspolitischen Zielen schon das studentische Wohnen genannt wird und wir unterstützen das, dann sollte wenigstens eine einzige Maßnahme auch im Maßnahmenpaket dazu drin sein, und das ist nämlich derzeit auch nicht der Fall. Und im Sinne der Nachhaltigkeit als allerletztes fordern wir auch eine Maßnahme im Sinne, mindestens eine Maßnahme im Maßnahmevorschlag im Sinne des Quartiermanagements oder im Sinne eines Stadtteilprogramms zur Förderung wohnungsbegleitender, unterstützender Dienstleistungen. Das sind im Wesentlichen die Änderungen, die unserem Änderungsantrag zugrunde liegen, und wir laden Sie ein, dem zu folgen. Und dann hätten wir sozusagen die Wohnungsvorlage der Stadt optimiert und vielleicht auch aktualisiert und auf einen besseren Stand gebracht. Vielen Dank. Nach Abschluss der Rednerliste für die Verwaltung, Herr Kollege Schmidt-Lamontin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben ja jetzt hier zwei unterschiedliche Beschlussvorschläge, einmal den Vorschlag des Ausschusses und dann einmal noch den nachträglich eingegangenen Antrag der CDU. Ich möchte zumindest zu zwei Punkten, die im CDU-Antrag drinstehen, meine Bedenken äußern. Und zwar geht es auch da, ähnlich wie eben bei Herrn Kollegen Sittel, um Zeiträume, die genannt werden. Explizit das Thema, Sie hatten es eben angesprochen, auch in Ihrer Vorstellung des Antrages Verfahrensbeschleunigung. Da haben Sie zum einen drinstehen, dass Aufstellungsbeschlüsse für Bierpläne innerhalb von 3 Monaten geschehen sollen. Ungeachtet dessen, dass es auch eine Frage von Personal ist, solche Dinge vorzubereiten, möchte ich aber nur mal darauf hinweisen, dass allein für den Gremiendurchlauf und das Vorbereiten der Vorlage steht noch davor, den Gremiendurchlauf bis zur Veröffentlichung eines Amtsblattes, ich eine solche Frist von 3 Monaten nie im Leben einhalten könnte. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den Sie ja auch drinstehen haben, Bescheide für Bauvoranfragen innerhalb von 4 Wochen. Auch das kann gar nicht funktionieren, weil gesetzliche Vorgaben dafür existieren, mit welchen Fristen andere Fachämter für ihre Stellungnahmen entsprechend einzuplanen sind. Die Stellungnahmen hängen zum Teil noch voneinander ab. Also wir haben ja teilweise schon Probleme bei Baugenehmigungen, die wir zu erteilen haben, wo so die Regelfrist 3 Monate sein sollte, das hinzukriegen, allein schon, weil die Stellungnahmen der Fachämter teilweise Zeit haben bis zu 2 Monaten. So, also allein das funktioniert schon technisch gar nicht, das hinzukriegen. Nur so als Hinweis, wenn man sowas beschließt, ist von vornherein klar, dass diese Fristen, die Sie selber definieren, ich gar nicht aufgrund der gesetzlichen Vorgaben einhalten könnte. Eine Ergänzung, Frau Dr. Kaufmann? Ja, die sozialpolitische Komponente des Themas Wohnen, meine Damen und Herren Stadträte. Ganz kurz die Information. Statistiken, die Ihnen, die uns vorliegend sind, von den 296.000 Haushalten in der Stadt Dresden, sind etwa 20% und damit über 59.000 Haushalte Wohnberechtigungsschein berechtigt. Das bedeutet, sind angewiesen auf die Kosten der Unterkunftpauschalen. Das bedeutet, dass wenn wir weiterdenken in einer wachsenden Stadt, die nicht nur durch nationale Zuzüge und natürliche bevölkerungspositive Bevölkerungsentwicklung wächst, sondern auch durch internationale Zuzüge in den nächsten Wochen und Monaten und gegebenenfalls Jahren wachsen wird, muss der Fokus der Kommune, der öffentlichen Hand, natürlich insbesondere neben der prinzipiellen Erweiterung des Wohnungsangebotes, was bedarfsgerecht erfolgen muss, auch auf der Thematik der preisgünstigen und bedarfsgerechten Erweiterung des Wohnungsangebotes liegen. Und hier natürlich insbesondere im Bereich der KDU bedarf es einer, ich sag mal, Fokussierung des öffentlichen Handelns. Herr Flemming, nochmal zu den Zeitabläufen. Ja, Herr Schmidt-Lamontin, weil Sie mich direkt ansprachen. Also nicht, dass wir uns missverstanden haben, bei den 4 Wochen geht es um die Bauvoranfrage. Ne? Und das, was Sie zu den Gremien Durchlauf sagten, insbesondere, das liegt ja nun auch ein kleines bisschen in unserer eigenen Hand. Ne? Also wir als CDU wären sehr froh, wenn wir das mit den ersten und zweiten Lesungen wieder abschaffen könnten. Also da sehe ich durchaus, Beschleunigungspotenzial für die Gremiendurchläufe. So, wir treten damit ins Abstimmungsverfahren ein und haben zunächst den Änderungsantrag der CDU-Fraktion.
bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem Änderungsantrag zustimmen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Mit 24 Ja-Stimmen, 35 Nein und 4 Enthaltungen ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen damit zum federführenden Ausschussbericht. Ich hatte das Thema der Zeitabläufe genannt, da der Beschlussbericht gut 3 Monate zurückliegt. Könnte es eventuell Sinn machen, jeweils 3 Monate draufzugeben? Ja. Herr Schmelig? Gut, also der Vorschlag, den 31.12.2015 auf Punkt 2 auf den 31.03.2016 zu verändern. Und dann haben wir im Punkt 6 den 31.03.2016, weil das ja ein Folgethema ist, würden wir auch um 3 Monate. Ja. Also auf den 30.06.2016. Mit den redaktionellen Veränderungen bitte ich Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem federführenden Ausschussbericht folgen. Zählung, ja. Gegenstimmen? Enthaltung? So beschlossen mit 35 Ja-Stimmen, 24 Nein und 4 Enthaltungen. Vielen Dank.